Das ist halt wieder das Letzte. Das ist das Letzte. Also das ist wieder so ein Schleichding, da kannst du gleich drauf verzichten. Du schaffst es da eh nicht hin. Jetzt müssen wir das irgendwie so regeln. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 52. Wir was jetzt? Machen direkt weiter. Wir müssen für die Raffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Umschauen ist ja immer unsere Stärke, ne? Wir sollten mal ein paar Sachen ignorieren und einfach mal ein bisschen spielen. Einfach mal zu was kommen. So. Ja, jetzt sind wir hier. In dieser Stadt. Sieht auch ein bisschen tot aus. Lebt hier jemand? Hallo? Scanne Geräte. Ach ja, okay. Da fängt es schon an. Eure Zukunft in Rocky Ridge. Ein wahres Paradies fernab vom Großstadtlärm. Ein neues Bauprojekt ganz in der Nähe von der City. Rocky Ridge ist nicht nur ein wunderbares Zuhause zu erschwinglichem Preis. Die ersten Wohnungen können bereits reserviert werden. In hervorragender Lage zu einer tollen Anbindung dank der geplanten Erweiterung des Freeways. Nein, das Vorhaben bringt auch frischen Wind in eine Gegend, die es schon bald zahlreiche neue Jobs geben wird. Baut euer Haus nicht auf Sand. Baut es in Rocky Ridge. Also auf Sand. Cool. Kette sprengen, echt? Cool. Wofür auch immer, aber warum nicht? So, so, alles klar. Ne? Hat keinen Strom. Ja. Wonach suche ich denn hier? Hallo? Ach du Kacke. Wow, wieder Zeit verbringen, ey. Ist ja absolut Quatsch. Ja, sieht echt nicht so aus, dass hier noch was ist. Wieder mehr zum Lesen. Diese gescheiterte, aber doch eigentlich ziemlich hübsch einrichtete Kneipe. Ey. Sagen wir mal, wie es ist. Bis dann. Sorry, Jax, aber ich verzieh mich. Hab die neuen Kühlschränke unter die Bar gepackt, die Fässer aufgestellt, die Zapfhähne laufen, der Schaum auf dem Brosef ist super. Jetzt brauchst du nur noch ein paar verfegte Kunden, dann können wir darüber reden. Aber im Ernst, ein freundschaftlicher Rat, verkauf den Scheißladen. Die Stadt wird nie fertiggestellt. Die haben dich mit einem billigen Kredit total verarscht. Da bin ich mir sicher. Ich habe ein Gefühl für sowas. Naja, wenn du irgendwas brauchst, melde dich. Ich gehe zurück nach NC und schenk da Bier aus, Bosi. Geschäft muss natürlich auch laufen, klar. Immer wieder cool, wenn man Sachen nicht nehmen kann, einfach. Ja, halt nicht. Ach. Kann ich nicht nehmen. Geil. Ist noch hoch, Alter. Ja. Alles klar. Cool. Egal, lesen wir nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich hab das jetzt einfach mal. Soll ich so einfach nur. Achso, ich soll einfach nur Geräte scannen. Okay. Rocky Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Wenn das so ist. Und? Hast du was gefunden? Hab nichts gefunden. Hast du eine Idee? Also, die Raffen kommen nach Sonnenuntergang und wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur irgendwie Strom. Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Also gut. Bringen wir es wieder zum Laufen. Alles klar. Scanne den Transformator.
kommen wir mal wo rein. Eracticator, Bedienungsanleitung. Wie Sie wissen, gehören Ratten zu den Hauptübertragungen gefährlicher Krankheiten. Mit dem Eradicator werden Sie den kleinsten Biestern schnell und effizient los. Der Eradicator beinhaltet mit Gift versetzten Sprengstoff, der obendrein Spuren von Radioaktivität enthält. Dagegen hat selbst der robusteste Nager keine Chance. Verteilen Sie die Eradicator-Geschosse überall im Haus. Wenn Sie nachts von einem nassen Knall aufwachen, hat es funktioniert. Achtung. Oh mein Gott. Na gut. Cool. So, bitte sehr. Was soll ich machen? 150 Millivolt Ampere oder was? Ne, Megavolt Ampere. Keine Ahnung. Steuert den Stromfluss zur Steuerzentrale. Ah. Guten Tag. Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge. Komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Okay. Ja, können wir mal. Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge. Ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung. Klingt hervorragend. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay. Zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Sollte aufhören, ständig diese Dinger zu nehmen. Das will ich nicht mal. Ich will die Waffe einfach nur wegstecken. Kann ich die Kackwaffe wegstecken? Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Kein Ding. Rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich geh hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Klar, lokales Netzwerk. Hier gibt es sogar Nachrichten. Bitte gib mir Bescheid, wie es mit der Substation aussieht. Kann man die nicht einfach lokal abschalten? Überall gesagt, ich kann lokal die Verbindung trennen, aber ich kann nicht versprechen, dass jemand sie nächsten Monat nicht wiederherstellt. Dann müsst ihr die Rechnung für das Entfernen der Squatter und den Stromdiebstahl bezahlen. Ich überlasse es dir. Ihr könnt heute ein wenig Geld sparen, das Risiko eingehen oder wir können diese ganze Rocky Ridge-Katastrophe endlich hinter uns lassen. Lokalverbindung trennen. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool, dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Kacke. Ja.
Jetzt warten wir. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Aus welcher Richtung kommen die Raffen? Eine Ahnung? Nordosten, vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Okay. Gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Da kommen sie. In meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, niete ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Jetzt wird's gleich interessant, glaube ich. Wo ist dieser Wichser Boss? Ihr wartet hier auf sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht. Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. So, wir können natürlich probieren, sneaky an den Wagen ranzukommen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, weil ich ein Schleichwunder bin, wird das nichts. Ja, aber Versuche sind natürlich durchaus wert. So, ansonsten kriegt das der Rest mit meiner Knarre zu tun. Wie habe ich so viele Leben verloren? Ach, weil die mir irgend so eine scheiß Hackdings reingedrückt haben oder was? Und ich drücke X, Gesundheit-Ding. Macht er nicht. Finde ich echt cool. Also, das ist Wahnsinn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Seht euch um. Sucht jeden Winkel ab. Bin drin. Ruft mich, wenn ihr sie seht. Alles von hier aus. Wieder belastend hier. Wenn uns unsere Waffe auch wieder so unglaublich viel Schaden macht. Und schon wieder 50.000 Mal ballern, Alter. Nee, der hat nur 12 Schuss in dem Teil, oder was? Was sind das? Eh zu viele, wie willst du denn da hin? Also. Wir haben sie gleich klein! Bin aufgeflogen. Scheiße. Gib dir Deckung. Also das ist halt wieder das Letzte. Das ist das Letzte. Also, das ist wieder so ein Schleichding, da kannst du gleich drauf verzichten. Du schaffst es da eh nicht hin. Jetzt müssen wir das irgendwie so regeln. Den Snipern oder was? Finde ich ja echt cool. Feier ich gleich richtig ab, muss er sagen, ne? Oh, vielleicht, wenn die so abgelenkt sind und so. Na, wobei, zack. Macht das Ding da doch Schaden.
unseren Kram. Warte im Wagen auf mich. Okay. Rutsch rüber, ich fahre. Wollen das? Ja. So, kannst es echt nicht mehr erwarten, hm? Cool. Endlich. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Traumwagen. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du? Hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie. Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware. Und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Hanam. Hör zu. Ich hab nen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht. Hör mir einfach zu, verdammt nochmal! Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Lass uns erst den Deal mit Sixth Street abschließen. Wir reden später über Nash. Später? Wann? Nachdem er von unserer Aktion in Rocky Ridge gehört hat? Jetzt können wir ihn noch überraschen. Du willst jetzt die Ruffenbasis stürzen? Mit der Ware unterm Arm, die wir gerade erst zurückgeholt haben? Der Ware passiert nichts. Wie? Ich muss das einfach machen. Verstehst du? Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Danke, Wie. Was Nash getan hat. Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Ich habe ihm wirklich vertraut. Schön. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Weißt du, wenn ich etwas in Night City gelernt habe, dann dass Rache manchmal alles andere als süß ist. Du kannst dabei immer mehr verlieren als gewinnen. Ich halte mich nicht an Spielregeln. Bist du bereit? Holen wir ihn uns. Ja, was ist das hier? Er gehört mir. Ach, toll. Holen wir sie uns. Was denn, Arschloch? Hast du gedacht, ich lasse dir das durchgehen? Cool. So mal das ist. Gute Arbeit, Vieh! Ja, dann machen wir das halt jetzt noch. Halt deine Scheiße! Hast du so gewollt? Kacke. Okay.
Hey, kann ich mich dagegen wehren? Ich kann mich dagegen nicht wehren, ne? Oh, ist das dein Ernst jetzt? Junge, jetzt mein Kack-Inventar voll? Du bist ja nicht hier. Also, das. Ist nicht so geil. Waffen. Ist nicht. Das muss ich alles fallen lassen jetzt hier. Zack, 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 zack. Ja, so, fertig. Erstmal fertig. Oh, das ist ja jetzt belastend. Mein Bestes. Come on. Alter, guck her! Genau so! Das ist ja mal voll geil. Gar nicht überfordert oder so. Die Waffe macht schon Spaß, ne? Oh, Junge, das ist schon ein bisschen belastend jetzt, weil das nicht so passend ist, sagen wir mal. So, dann hier noch. Ich habe hier nichts Mögliches. Also ich weiß nicht, was das hier alles ist. Also. Okay, ja. Wollt jetzt. Was ist denn für Kleidung geworden? Wir müssen das alles mal aufräumen. Das ist schrecklich. So, nur? Ja, verdammt! Sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? Und die Ware für Sixth Street? Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich lieb darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mir meinen Anteil vorher auszahlen lassen, Schätzchen. Aber ich bin gerührt. Hab mich gefragt, ob du den Deal während deines Rachefeldzugs nicht vergessen hast. Fuck! Und? Fühlst du dich besser? Vielleicht ein bisschen. Lass uns verschwinden. Gut, machen wir das noch. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Ha, der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Ja, gut, warum nicht? Hey Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motel. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht.
Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Was ist das Sunset Motel? Ein sicherer Ort, nicht weit von hier. Und Sixth Street wird keinen Scheiß versuchen? Bin schon oft für sie gefahren. Nie was Krummes abgelaufen. Hoffentlich wissen die, was gut fürs Geschäft ist. Klingt nach Spaß. Ja. Warum nicht? Nur eine letzte Folge vorbei. Wir nehmen es auf jeden Fall jetzt noch. Die Sequenz werden wir natürlich jetzt noch nehmen. Ich hätte keine Ahnung, wie lange die Fahrt dauert. Aber das ist ja schon Sunset. Wunderbar. Das heißt, wenn wir hier speichern können, dann war es das auch erstmal für diese Folge. Ja? Dann kümmern wir uns in der nächsten Folge darum, diese Mission hier abzuschließen. Hoffentlich gut. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Cool. Na dann. Fuck. Halt XL-Folge. Hey, Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ha. Du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Ein Partner. Hier. Erstklassige Ware. Mhm. Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Du hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Bin mir nicht so sicher. Was jetzt wirklich gut ist. Nash ist tot. Glückwunsch. Ich frag mich, was du mit der Aktion erreichen wolltest, weil es bestimmt nicht bloß um Panams angeschlagenes Ego ging, oder? Sogar ein angeschlagenes Ego würde nämlich nicht so was Runddummes machen. Alles klar. Super. Dann speichern wir, Freunde, und nächste Folge geht's dann hier weiter. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.